Gegenstand des folgenden Videos ist die Erstellung von Flussdiagrammen mit PowerPoint. Es gibt dazu schon bei Microsoft eine sehr gute Unterlage. Ich will sie zumindest mal anspielen, weil sie gut aufgemacht ist. Flussdiagramme dienen zur Darstellung von Prozessen und ihre Stärke liegt darin, dass sie Prozesse sichtbar machen. Zusammengesetzt aus Formen, Text und Pfeilen kann ein Flussdiagramm alles von einer schrittweisen Anweisung bis hin zur Entwicklung einer Idee enthalten. Ich habe das jetzt mal angehalten. Sie sehen hier, das dauert 40 bis 50 Minuten, wenn man das Ganze durcharbeiten möchte. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich gehe da einfach mal zurück. Das nächste, was ich noch empfehlen kann, bevor ich dann meine Übung durchführe, ist die Fundstelle in der Wikipedia. Das ist hier auch verlinkt. Und da gelangen wir zum Programmablaufplan. Das ist also ein anderes Wort für Flussdiagramm. Und da finden wir zunächst ein paar Begriffsklärungen, auch was man nach DIN darunter versteht. Aber dann kommen auch schon die Elemente, die wir gleich bei der kleinen Übung sehen werden. Die Grenzpunkte oder die Verzweigung, die Ein- und Ausgabe. Und dann ist hier auch noch ein Beispiel. Ein Beispiel, das was für eine Zählschleife zählen kann, ist auch hier kurz beschrieben, das Ganze. Und ich habe einfach mal dieses Bild, so wie es hier ist, übernommen in eine PowerPoint-Folie. Hier sehen Sie hier, da ist das Bild hier rechts. Das habe ich dann als Vorlage genommen und habe das dann mit den entsprechenden Elementen, die wir bei PowerPoint vorfinden, nachgebildet. Sie sehen das ja hier links, diese blauen Symbole, die da beschriftet sind und mit Verbindungslinien auch zusammengefügt sind. Um den links dargestellten Ablauf zu zeichnen, da benötige ich zunächst die Autoform. Die findet man hier unter dem Startregister. Und da stehen sie dann auch hier, die Symbole bei Flussdiagramm. Und da ist zum Beispiel hier die Grenzstelle. Ich nehme die mal und Sie sehen, das ist also auch das, wo ich hier den Start und den Stopp mitgemacht habe. Lassen Sie es jetzt einfach mal so stehen. Das nächste, was ich da benötige bei den Formen, das ist dann zum Beispiel so ein Rechteck. Das haben wir hier vorne bei dem Flussdiagramm und das kann ich dann darunter zeichnen. Und dann brauchen wir noch eine Verzweigungsstelle. Sie sehen, das geht also ganz zügig. Die haben wir weiter unten. Und dann habe ich hier noch, ich schiebe das mal ein bisschen zusammen, damit wir hier noch ein bisschen Platz haben zum Üben. Dann haben wir hier noch die Ausgabe. Das ist diese Raute hier. Steht auch Daten, steht daran. So, beschriften kann man das also einfach, wenn man da losschreibt, Ausgabe. Das will ich also jetzt nicht fortfahren. Sie sehen, das kann man also auch im Nachhinein noch verbreitern, das Ganze. Jetzt kommen noch die Verbindungslinien, die das Ganze dann, wie wir es hier sehen, miteinander verbinden und den Ablauf zeigen. Und die Verbindungslinien, die tauchen auf an dieser Stelle hier. Verbindungslinien, da haben wir welche. Rechteckige mit gewinkelter, also gewinkelte Verbindung mit Pfeil. Ich habe darauf geklickt. Und da sehen Sie, wenn ich hier an die passende Stelle komme und lasse da an einer anderen passenden Stelle los, dann sind das also auch gewinkelte Verbindungslinien. Sie sehen, wenn ich jetzt hier das Ganze noch ein bisschen verschiebe oder schiebe den Start nach oben, dann haftet das. Ja, das ist also eine Eigenschaft dieser Verbindungslinien. Und wenn ich da zum Beispiel von hier zu einer Stelle hier oben eine Verbindungslinie zeichnen will, dann muss ich nur immer darauf achten, dass ich an den passenden Stellen loslasse. Gehe jetzt nochmal auf die Form und nehme mal wieder so eine Verbindungslinie, gehe dahin und lasse jetzt mal hier an der Stelle los. Sie sehen, die kann man dann im Nachhinein noch verändern. Und so entstehen dann also auch diese Linien hier, die andeuten, wenn da also noch kleiner als 100 ist, dieses I, dann geht es nochmal die Schleife durch und so kann man also dann Verbindungslinien erzeugen. Es bleibt noch zu zeigen, wie man diese Objekte hier ausrichtet. Wenn sie zum Beispiel verschoben sind, wie hier, das ist natürlich nicht so optimal, das sollte schön gerade untereinander stehen wie hier. Da gibt es die Möglichkeit, das auszurichten. Ich markiere mal die Objekte, die davon betroffen sein sollen.
Und dann schaue ich hier im Registerformat nach, was da in Frage kommt. Da haben wir hier oben die kleine Schaltfläche zum Ausrichten. Und da wähle ich zunächst mal horizontal zentrieren. Dann stehen die alle genau untereinander. Einzig diese Linie hier, die ist natürlich jetzt nicht mehr so optimal. Die lege ich jetzt wieder nach außen. Und jetzt soll noch gezeigt werden, wie man so einzelne Objekte löscht. Das geht eigentlich, wie man es gewohnt ist. Draufklicken, Entfernen-Taste drücken. Und das geht nicht nur bei Linien, das geht auch bei den Objekten so.